Und für mich geht es doch direkt weiter. Eben, als ich sage, ciao, ciao, schreit links neben mir jemand, da ist irgendwas und das Geschütz. Oh Gott, auf was schießt ihr? Ich dachte kurz, ich schieße auf den Brahmin. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Ein Hund? Ah, nee, das ist Dogmeat. Alter, hat der einen Flammenwerfer? Leute, was ist denn hier los? Wer ist denn das? Ist das Cotchworth? Die kämpfen gegen diese Blutviecher. Jo, Cotchworth ist hier. Und so viel dazu. Nun ja, jetzt geht's halt doch direkt mit einer Folge weiter. Eigentlich wollte ich es heute nicht mehr machen. Also einfach aus Zeitgründen, aber manchmal muss man sich die Zeit auch nehmen, ja. Nicht immer nur Studium, Studium. Auch mal schön hier Fallout, Fallout. Wir gehen vielleicht von da drüben ran, oder? Ich will es nicht so mittendrin haben. Wir gehen dann hier so langsam hoch. Wir machen uns hier die erste Treppe hin. So. Und dann mit einem gekonnten Sprung. Ja, super, da kann man nicht drin stehen. Was ist denn das für ein Fake? Fake Bitch? Fake Snitch? Warum? Warum? Warum geht es nicht automatisch da dran? So was, ich hasse dieses Baumenü in Fallout. Ich meine, wollte gerade sagen, ich würde es verstehen, dass es jetzt nicht gerade ausgeht, weil es vielleicht sonst irgendwo drankommt. Aber okay. So, jetzt will ich die Treppe bitte runter haben. Weh, die geht jetzt. Ja! Das Baumenü ist genial, Leute. Es ist der Hammer. Das ist der Hammer, du. Ach gut. Lecker schmecker. Hm. Was ist denn hier? Hier ist sogar eine Rampe. Ist da was versteckt? Nee. Warum ist die hier? Keine Ahnung. Okay, und jetzt mal. Da hinten ist wieder Feuerei. Überall wird geschossen. Wahnsinn. Haben wir eigentlich mit. Haben wir viel Metall? Was kann man denn da für coole Sachen machen? Oh, Leute, das ist ja richtig schick, oder? Ah. Die Metalldinger sind ja richtig cool aus. Und die Betonhäuser? Gibt's nicht. Lagerhaus. Aufzüge. 3-Etagen-Aufzug. Ist das krass? 4 Etagen, 2 Etagen. Ey, das kenne ich alle. Das gab's alles gar nicht, als ich das Spiel gespielt habe früher. Okay. Wir bauen jetzt mal hier oben aus Metall diese... Nicht so eine Hütte, sondern sowas hier. Ich finde, das sieht ultra cool aus. Es passt auch, weil wir hier gerade auf Metall draufstehen. Sehr gut, das zackt sich da automatisch fest. Geht's da noch einmal dran? Ich weiß, das geht hier hoch. Das ging nicht gescheit. Es sieht aus wie ein alter Hangar. Ist richtig geil. Gefällt mir voll. Guck mal, da können wir hier noch zumachen ein bisschen. Ah, das sieht dumm aus. Ah, es geht nur links und rechts. Leck mich doch. Was ist denn das hier? Was man hier alles machen kann. Finde ich sehr cool, finde ich sehr cool. Ich mache jetzt dieses Ding dran. Dieses eine. Ich sehe gerade die Teile nicht hier. Das hier mache ich da dran, weil da kann man dann auch noch ein Bett reinklemmen. So, weil wir ja nicht genug Betten haben hier. Ich weiß, ich bin jetzt nicht so der Baumeister, wie man es vielleicht aus Videos kennt, aber dafür bin ich ziemlich hübsch, nicht wahr? So. Hier noch ein Bettchen hin. Wie viel brauchen wir? 6? Wir hatten hier 0. Wir hatten hier genau 0 Betten. Das ist schon ein bisschen frech von uns, oder? Was ist das für ein Service? Guck mal, hier passt noch eins. Hier drüben auch 4. Achso, ich habe das. Was habe ich denn hier für ein. Was habe ich denn hier für ein Platzmanagement, bitteschön? Ich bin doch ein Vogel. Bett, wo bist du? So, und dann nochmal schön eins hinklatschen. Bumm, Klabusterbär. So, jetzt könnt ihr aber echt fröhlich sein oder glücklich sein, dass hier so gut läuft. Und, wachsen die Sachen schon? Leute, da bin ich aber von anderen Dingen anderes gewohnt. Hier ist wirklich, das ist wirklich schwach, was ihr hier betreibt. Sehr schlecht, sehr schlecht. 6, durchgefallen, tschüss. Demnächst nuke ich euch weg. Oberlandstation. Da ist auch, da liegt auch, ist auch der Hase begraben, im Pfeffer. Da müssen wir ran, ist klar. Das geht so nicht. Die Leute wandern uns sonst aus, beziehungsweise wir verlieren dann einfach die Siedlung. Das wusste ich echt nicht, dass das geht, dass man Siedlungen verliert. Hallo, es ist euer Junge. Dünner Penis. Guten Scheint Abend. Wirklich was zu will. Schalalalalala.
So, alles schon abgezwackt. Okay, Strong, du machst schon wieder was falsch. Oh, wie böse der guckt, das ist bestimmt ein Synth. Ich will den. Strong, ich will dir nur helfen. Ach. Oh, leckt's mir doch am Ärmel, du. Wow. Mach ich halt das Essen dahin. So. Die Karotten werden seitlich angepflanzt. Das ist nämlich der Trick bei der ganzen Sache. Und auch mittig. Kann man Karotten pflanzen? Das sind sogenannte Mittenpflanzen. Die Karotten. Kürbisse nicht so sehr, aber auch so ein bisschen. Könnt ihr mal hier... Könnt ihr hier mal weggehen? Hast du das von dem Abernathy-Mädchen gehört? Von Raven erschossen. Ich weiß nicht, wie man nach so etwas weiterleben kann. Ich bete, dass so etwas hier nie passieren wird. Was für ein Abernathy-Mädchen? Ich hab die doch alle gerettet, oder? Dude. Hab ich etwa schlecht gearbeitet, oder was? Das könnt ihr mir nicht erzählen, dass ich schlechte Arbeit geleistet habe. Das ist nämlich eine Lüge. Oh mein Gott! So, jetzt Ressourcen, sonstiges. Verkackte Brahmins, geht alle hier hoch. Esst hier hinten, bitte. Dankeschön. Und dann, der Rest von euch, ihr haarigen Affen. Wir entfernen jetzt mal diese ganzen Kackwände. Die sind doch eh nur blockierend, störend hier. Die sind doch eh im Arsch. Warum setzt ihr auf so einen alten Schabrackenzaun? Strong, hängst du da immer noch drin? Sehr gut, Strong. So, lauft. Lauft frei, wie Kinder. Lauft umher, spielt und tollt. Während Vati hier die Arbeit macht. Was ist das da drüben? Was ist aber Strombetrügen? Was bringt die? 10. Ah, nee, wir machen die Dinger, oder? Also ich weiß nicht, ob das sich rechnet, wenn ich die hier mache. Rein, rechnerisch. Aber wir können halt so viel davon machen und die bringen ja immerhin direkt 3. Und so haben wir ganz schnell den Bedarf gedeckt und haben... Denke ich, sehr wenig ausgegeben. Gut, Zahnräder sind eigentlich ja recht selten, oder? Warum haben wir so viele Zahnräder? Keine Ahnung. Habe ich eigentlich noch was zum Abgeben? Nee. Haben die hier Geld oder so? Nee. So, wir haben hier 18 Leute. Krass, wie einfach die ganzen Siedlungen komplett volllaufen. Das ging irgendwie auf der Xbox nicht so schnell. So, dann könnt ihr hier auch mit der Hand kämpfen. Macht euch nützlich. Geht auf die Dinger. Und kümmert euch drum. Ihr Bangsat. Da wird schon kein zukommen, keine Sorge. Ich sah da unten noch eins hin. Und da drüben noch eins hin. Und auch ein bisschen Holz abbauen, ne? Wir müssen ja auch nachhaltig arbeiten. Du. Bitteschön. Verstehe. Hast du das jetzt gemacht? Hallo? Du verstehst gar nichts. Kann das sein? Okay. Okay. So, 6. 6 Schutz. Den Rest machen wir mit... Den Rest machen wir mit den... Aha. Was ist denn das? Ah, da war die Laterne dran, glaube ich, oder? Naja. Den Rest machen wir mit Geschützen. Jetzt sind wir echt am Hasseln hier mit den Teilen. Eins. Und da drüben noch eins hin. 2. Ach komm, ihr könnt noch einmal selbst hier ran. Und zwar da drüben. Da muss noch mal jemand von euch hin. Ja, da kann doch nie im Leben jemand einsteigen. So, geht das so? Ja. Machst du schon was? Nein? Perfekt. Hier. Sicher. Sicher. Ah, jetzt ist es 22. Leck mich doch, ey. Wir brauchen mehr Betten. Die haben hier ganz, ganz wenig Platz. Ich hab die Pennen hier oben. Da müssen wir natürlich stark umräumen. Wir machen jetzt hier einfach... Nur diese kleinen Schlafsäcke rein. Und jetzt, das hier wird jetzt der Test. Wir machen nur Schlafsäcke, alle aufeinander. Also direkt nebeneinander, meine ich. Das sind die kleinsten, die man machen kann, die kleinsten Betten. Krass, die kann man voll ineinander stacken. Komm. Klar, 18 werden wir hier nicht reinkriegen. Aber doch eine gewisse Anzahl zufriedengestellter Schlafsackbesitzer. Ja. Komm. Rein aus ästhetischen Gründen muss das jetzt funktionieren hier. Ah! Wir haben eine Impfburg, Leute, kommt rein! Ist das cool. Okay, es fehlen noch 8.
Und die 8 kriegen halt, man muss auch mal außen schlafen, oder? Naja, ich mach so ein kleines, so ein Metallhäuschen. Die sahen da echt cool aus, oder? Da war so ein Fertighaus hier drüben. Ja, so ein Schuppen ist, guck mal, sowas. Oder sowas Großes. Aber haben wir dafür auch genug Platz? Ne, hier ist eigentlich nicht genug Platz. Ich mach so ein kleines dahin. Und zwar einfach hier mitten drauf. Und dann machen wir nochmal das gleiche mit den Betten. So. Und zwar, Leute, chillt euch hier rein, denn es ist viel Platz und regnet fast gar nicht rein. Schade. Einfach mal Platz verschwendet. Komm. 17. Na? Jetzt werde ich aber fuchsig gleich. Komm. Ach komm. So, der letzte muss draußen schlafen. Hier unter der Treppe. Da ist auch nicht so nass. Hier bei den Wasserpumpen, bitteschön. Das kann noch ein bisschen warten. Ha. Haben wir das auch geschafft. Nice. Ey, wir haben richtig reingekloppt. Wir gucken jetzt mal ganz kurz durch, wie viel Moral die anderen so haben. Ob wir hier noch einen Fall haben, der extrem schlecht ist. Ja, Jamaican Plain. Da müssen wir nochmal hin. Und nach Farm der Daltons. Oh Gott, 8. 8. Dunkelwasserbaustelle 8! Oh ne, haben wir da schon jemanden hingeschickt? Hoffentlich ja, bitte ja. Da haben wir nämlich keine Ressourcen. Muss ich mich nochmal kurz zurückteleportieren, falls wir das vergessen haben. Obwohl, können wir den einzigen, der da ist, einfach als Versorger einstellen? Nee. Zeit zum Sterben! Ich hoffe, wir haben hier ganz viele Baustoffe. Ja, haben wir. Haha. Bye bye. Was? Warum ist sie tot? Gracie! Er gegen. Okay, okay. Wo ist der Kerl, der hier ist? Nur Leute. Alles klar. Wahrscheinlich gestorben. Wir können aber bauen. Das heißt. Ja. Okay, alles cool, alles cool. Wir brauchen, also Schutz haben wir ja hier. Ein Geschütz in die Richtung, das andere steht glaube ich ganz gut, obwohl, nee, da müssen Betten hin. Ich will die ja nicht verlieren, die Station, jetzt müssen wir uns beeilen. Wir sind noch bei 8, okay. Nein! Ich hab's Geschütz kaputt gemacht, ich Dummkopf. Egal, 15 Schutz, weiß nicht woher der kommt, aber wir haben 15 Schutz. Kein Plan, warum wir jetzt hier 15 Schutz haben. Lass mir die Bäume jetzt direkt hier abreißen, die stören ein bisschen. Ah, vielleicht wegen Gracie? Die macht 10 Schutz! Wow! Cool. Dann. Betten. Na gut, hier ist jetzt nicht wirklich ein Dach drüber, aber besser als nichts. So. Und dann brauchen wir diesen Leitstrahl direkt. Gott, dass ich hier nichts gemacht habe. Ja, ich erinnere mich, das haben wir einfach so eingenommen und dann haben wir nicht mehr viel gemacht. Warum werde ich hier irgendwo verstrahlt? Okay, Wasser brauchen wir noch. Da könnten wir sogar einen großen, eine große Wasserpumpe ins Wasser hängen. Hier sowas. Die braucht aber 2 Strom. Ne, das machen wir dann nicht. Doch, ne, es reicht. Der Bolle zählt ja 3. Okay, läuft. Komm schon. Ach, scheiße. Okay. Kurz gesprungen vor Freude. Shit, ist zu lang. Wir brauchen jetzt kurz so einen Energiepylon, aber einen hohen vielleicht. Ach, obwohl. So. Und? Na also. Jetzt nur noch Essen und dann passt es. Es muss dann zwar jemand bearbeiten, das Essen. Aber wir haben bestimmt gleich Leute hier. Wir haben ja jetzt das Ding gebaut. Kann ich kurz, dass Gracie hier unten ist. Warum ist denn die hier unten? Wie kam ich denn auf die Idee, die an diese Dunkelwasserbaustelle zu schicken? Ja, wir haben jemanden, der hier wohnt. Weiß noch nicht wo, aber der wird hier irgendwo bei uns sein. Nein, 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 das wollte ich nicht nehmen. Der kann sich direkt ums Essen kümmern. Zwei! Die haben den Hund gesehen, machen so... Oh, ist der nicht süß? Krass, die kümmern sich sofort ums Essen. Sehr schön.
Komm. So. Okay. Wo seid ihr? Ihr kümmert euch, ne? Läuft. Weiß nicht, wo die neuen Besitzer sind. Von unserer Dunkelwasserbaustelle, aber sie kommen schon ans Essen ran. Und dann ernten wir mal hier die Königin. Belohnung für Gewinner. Die hat eine Scheiß dabei. Die Gracie ist echt putzig. Aha. Da haben wir sie. Sehr schön. Weitermachen, weitermachen, Leute. Okay. Dann haben wir noch... das war, glaube ich, der einzige schwere Fall, ne? Da oben ist was mit 19. Besucherzentrum. Wo ist denn das Besucherzentrum? Was für ein Besucherzentrum? Ist da jetzt echt hier oben Dingens gemeint, verhaber? Jetzt müssen wir jetzt kurz gucken, bevor wir das verlieren. Was für ein Besucherzentrum? Ah, doch, doch, ja, ja, das war verhaber, glaube ich. Da gab es auch so ein Zentrum für Besucher. So müssen wir noch geschwind rein. Aber da, oh, guck mal, wie viele Erfahrungspunkte wir hatten, bekommen haben. Wir waren bei der Hälfte, oder? Vor zwei Folgen. Jetzt sind wir schon fast wieder durch. Die ganze Brauerei haut halt rein. So, Besucherzentrum. Wo ist denn das jetzt? Da oben. Ah, hier, da oben. 19%, leckerlich. Angler lauern im Hinterhalt darauf, dass sich ihre Beute nähert. Naja, die Fickviecher, guckst du dir an. Bin froh, dass wir das hier durch haben. Ich verhabe Geschichte. Hatte auch so ein paar unangenehme Seiten. Da gefällt es mir im Ödland irgendwie noch deutlich besser, ja? So. Hallo. Ach, das war da, wo er die ganzen Fallen aufgestellt hat. Der komische Opa. Von der Ding. Von dem Skinny Penis oder wie er heißt. Hier sind 12 Leute, die haben nichts zu essen. Und Ghule hier im Vorgarten. Ja, super schön. Na doch, sie haben 2 Essen. Dann kümmert ihr euch schon mal hier rum, bitte. Howdy. Du musst der Festlandbewohner sein. Ja. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar. Falls du Geld hast. So, brauchst du nicht mehr hier. Was hatten die für eine übermäßige Waffe? Viele Leute hier haben nur das, was sie bei sich tragen. Ja. Ist auch richtig so, ja. Waffenbesitz in meinen Dingern nicht erlaubt. Das geht nicht. Also schon, ihr müsst euch ja verteidigen, aber das geht nicht. Was steht denn hier für eine verkackte Bank rum? So. Jetzt will ich auch nichts mehr hören. Ne? Ja, guck mal, wie er reinguckt. Ich wäre so gerne in dieser Wand. Was für ein Dödel. Und hier gibt es jetzt gleich lecker Schmecker für Spaßentdecker. Einen riesigen Schlafraum. Das wird so schön, du, ne? Das mache ich richtig Tine Wittler-mäßig. Ach Gott. Egal, lass ich mal. Oder bist... Ne, ich lasse. Okay, die kleinen Sachen mache ich jetzt nicht so bescheuert weg. Die kann ich einfach aufheben und wegschmeißen. Geht dann, glaube ich, schneller. Ja! Ja! Du hast für Laborstationen auf Schlacke basierende Rezepte freigeschaltet. Widerlich. Ich dachte, ich stelle mich mal vor. Hallo. Guten Tag, Madam. Das sind 30 Jahre? Mehr? Was? Seitdem hat keiner den Tanz wie du gemacht. Ja, ich bin halt cool. Und so? Ich bin halt Tänzer. Der hat die Videos gesehen, weil ich mit den Leuten in CSGO tanze. Du bist schon ein krasser Tänzer, Boy. Abnormal. Dafür bekommt ihr jetzt auch die voll coolen Betten, weil ihr gemeint habt, dass mein Tanz cool ist. Bitteschön. Und das war unüberlegt. Bitteschön. Hier kommt noch ein Bettchen. Wo sind eigentlich die anderen Betten? Scheinbar sind hier schon einige. Einige Bettchen. Wahrscheinlich oben. Ist auch nochmal eine ganze Etage. Hier darf auch jemand in der Mitte schlafen. So. Erledigt. Wo ist denn die? Ah, hier. Noch kurz den Kram abliefern. Alter, was ist denn hier? Was geht denn bei euch? Ja, Pusterei? Wow. Das ist ja voll widerlich, ne? 19 Moral und wisst ihr was? Das hätten wir all die Jahre noch machen müssen. Was ultra hilft, sind solche Bars, also Gastronomie.
Getränkestände, Bar, Restaurant. Restaurant. Da steht's auch, ne? Oh, das können wir noch gar nicht bauen. Meisterhändler, Stufe 2. Brauchen wir dafür. Wisst ihr, was wir dann machen? Ich skill da mal rein. Meisterhändler, Stufe 2. Wir sind ja eh gleich wieder Level up. Meisterhändler haben wir ja schon, ne? Warte, wo war der? Ah, wir haben noch gar nicht. Egal. Schon einmal reingeskillt, so. Jetzt kriegen die halt erstmal nur so eine kleine Station, weil da geht die Freude ultra hoch. Also man sieht das hier oben. Da unten produziert, ne? Produziert lustige Gesichter. Dann machen wir hier einfach jemanden hin. Oh, da hinten ist euer Zeug. Sehr schön. Scheint wirklich was zu werden. Ist das ein Pip-Boy? Von den Dingern habe ich gehört. Das ist kein Poop-Boy. Und du. Hier. Okay. Jetzt können wir noch ein bisschen was pflanzen. Das pflanze ich da hinten hin, einfach der Ordnung halber. Komm. Na. Jawollo. Und ja. So. Das ist so kacke mit den Pflanzen, dass es nicht geht. Wenn es gehen soll eigentlich. So, was verkaufst du denn hier? Nix. Schön, schön. Dann seid ihr alle hier erstmal zufrieden, ne? Okay. Hier ist halt noch voll viel Schotter drin, aber ich denke, das müssen wir jetzt nicht irgendwie freiräumen direkt. Ich mache nur noch hier vorne in diesem kleinen Raum. So, noch die Stange da und das hier. Und dann reicht das erstmal, ne? Der Nebel ist so gefährlich. Jetzt haben wir eigentlich, hoppala, jetzt haben wir nichts, 19. Ach ja, das ist, wir sind ja hier. 36. Jamaican Plain 25, was war das? Oberlandstation, die haben wir jetzt ja erstmal gerettet. Ich sehe es kommen, wir müssen noch nach Jamaican Plain. Sorry, irgendwie. Jamaikanische Planierung. So. Da oben kommen wir zurück. Oder eben in der. Na, ne. Ich dachte, da wäre ein Ort, der markiert war, aber unentdeckt. Ah! Ja, ich hoffe, das ist nicht so arg langweilig für euch. Also mir macht es auch Spaß, jetzt hier die Läden, die Dinge aufzubauen, damit wir da auch eine Produktion haben, vor allem auch eine finanzielle Produktion. Das habe ich jetzt zwar auch die letzten 80 Dinger vergessen, aber wir können eben ganz lecker und locker Geld generieren mit diesen Leuten, die dann das Zeug verkaufen. Was war da bei Jamaican Plain direkt nebendran? Das hier ist auch ein Unterschlupf oder was? Ich glaube, das war auch ein Unterschlupf, ne, von... Für die Leute, die für die sind Schmuser. Kann das sein? Ich glaube schon. Auf. Ladezeit. Die sind schon echt eklig aus da. Hast du ein... Unterschlupf Mercer. Das hier ist auch Unterschlupf Mercer, weil wir da. Gehen wir da rein? Hä? Ist das irgendwas hier? Waren wir da drin? Er ist auf der anderen Seite festgekettet. Wie, wir können nicht in die Kirche, die eigentlich uns gehört? Ach Gott, haben die mich erschreckt. Ich hab die nicht gesehen, falls man die schon vorher sehen konnte. Los, Geschütze, los! Oh nein, er ist mutiert. Was ein schlimmer Gegner. Lebende nehmen, was Tote hinterlassen. Ich wusste, dass die scheiße ist, diese Rüstung, aber trotzdem hebe ich sie auf. Lebende nehmen, was Tote hinterlassen. Wie. Ich will da rein. Oder kommen wir nur von Unterschlupf Mercer da rein? Hat die so einen geheimen Zugang? Ha. Ich glaube, die habe ich letztes Mal schon angeschaut, habe gemeint, ja, da gehen wir bald mal rein. Aha! Was haben wir denn hier? Hallo, hör auf. Hör auf zu essen. Oh, fuck. Ja, es ist was. Es sind Zombies da, Hilfe! Mami, Hilfe! Ein Sturmfeuerzeug, Asche! Strong, ich hab's im Griff. Passt schon. Mach Licht an, Strong. Sind da noch mehr oder was? Ich gehe einfach mal hoch. Hallo. Ja. Ich hol gleich die Schrotflinte. Ich glaube, die ist für die irgendwie besser, ne? Habis, da hat ein Ghoul dabei. Ob das noch viel hilft bei dem? Ha.
Geschafft. Bescheid. Wow, fast hat dieses eckliche Vordach gefallen. Kann ich von hier da hoch? Kann ich da hochspringen? Schaffe ich das? Ja! Wow! Nass, dude, nass. Gehen wir mal runter. Oh. Was ist hier passiert? Hallo. Mysteriös. Guck mal hier. Strong, wo rennst du eigentlich wieder rum? Guck mal, da chillt einer. Hey du. Oh. Hä? War der Strong? Oder ist es echt jemand, den ich jetzt... Call sich Strong gerade ein, da draußen. Freut er sich, dass ich auf den drauf schieße? Weiß es nicht. So, dass sich's anhört, irgendwie schon. Strong, du kannst gleich rein, ja. Ich bin doch gerade noch ganz kurz hier am Absuchen. Komm her, das Schild. Jamaican Plain Flugblatt. Okay, Jamaican Plain Flugblatt, das erstmal angucken. Ich kann mir das sonst einfach nicht merken. Jamaican Plain Flugblatt. Kommen Sie zu uns. Wir haben geilen Scheiß. Die Schätze von Jamaican Plain. Bewundern Sie die großartigen Schätze von Jamaican Plain. Diese unglaubliche Ausstellung ist nur eine Woche geöffnet. Dann werden die unbezahlbaren Ausstellungsstücke für alle Zeit eingelagert. Erleben Sie dieses einzigartige Erlebnis mit Ihrer Mother. Und Silverhands Notiz. Der erzählt bestimmt, wie er hingerichtet wurde hier. So, Silverhands Notiz. Was hat er denn hier? Laut Aufstellung handelt es sich um einen Typ V-Laser-Verteidigungsnetz. Im Grunde genommen für militärische Nutzung. Was auch immer hier unten ist, mit Sicherheit haben sie es ernst gemeint. Es dürfte ganz einfach sein, die anderen reinzulassen und das System danach reaktivieren. Sollte die Geschütztürme sich... Der wollte die dann umbringen, oder was? Sehe ich das richtig? Sollen sich doch die Geschütztürme um sie kümmern? Das ist ein gemeiner Kerl. Seltsam, als ob Feinde beobachten. Oh oh. Beobachten uns Feinde, Strong? Warte kurz. Kann ich irgendwas? Ich kann gar nichts herstellen. Wow. Ich dachte, wir könnten zumindest so ein bisschen Stärke herstellen. Das ist da so Kleberzeug. Also daraus macht man dann diesen Hans-Wurst-Kleber. Aber okay. Oh, es gibt hier hätte er Ihnen eine ID gegeben. Okay. Naja, jetzt widmen wir uns wieder Jamaican Plain. Und zwar brauchen wir hier was? Betten. Aha. Ihr habt also zu wenig Betten. Dann regt euch auf, ne? Naja. Würde ich mich auch aufregen. Wobei das jetzt auch nicht so schlimm ist. Ich mache die Betten hier nebeneinander. Weil ich glaube, das ist eine geniale Idee. Leg dich doch einfach mal dahin. Cooler. Guck mal, ich mache hier noch eins hin. Und hier noch eins. Und schon haben wir 6 Betten für 5 Leute. Zack. Und schon ist das Problem hier hoffentlich gelöst. Gut, Wasser habt ihr keins. Kann ich euch jetzt zaubern. Und zwar machen wir da... Was wollen wir dann? Wo geht denn das hin? Wo kann das stehen? Ah, hier. Hier in dieser alten Ruine, auf diesem Dreckhaufen, dürft ihr Wasser zapfen. Können noch eins direkt ein bisschen vorsorgen. Okay, will nicht. Alles klar. Haben wir noch Essen dabei? Ja. Essen geht auch hier, ging auch hier auf dem Beton? Nee. Ah, hier. Komm. Ach, das geht so unregelmäßig. Das ist so scheiße. Jetzt speziell diese Flaschenkürbisse sind echt für die Katz. Da haben wir direkt noch ein bisschen mehr. Die Karotten sind eigentlich... Oh, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, die Karotten sind eigentlich am besten. Die sind am leichtesten zu setzen. Nicht. Oh mein Gott. Es ist ein sehr schlechter Platz, den ich hier gewählt habe zum Anbauen. Kennt ihr vielleicht am leichtesten hier? Gut, man sieht auch die Flaschenkürbisse kaum, wenn sie dann mal im Boden stecken. Man weiß gar nicht, ob man sie jetzt schon gepflanzt hat oder nicht. Ja, komm. Kann sich ja bitte mal automatisch jemand drum kümmern, dass ich sehen kann, ob wir schon genug gepflanzt haben. Ihr dummen Bätzchen. Hier. Schön in den Dreckhaufen. Ah, wunderbar. Dann noch ein so ein Bäumchen hier hin. Und dann habt ihr aber genug, ne, Jungs? Und Mädels. Du, mach dich mal raus. Okay. Ja. Okay, das reicht. Energie haben wir ausreichend, das passt schon. Gut, dann wäre das geschafft. Ich denke, jetzt haben wir echt alle Dinger am Start, die echt, also bei denen es schlimm aussah.
Wir haben noch eine Sägemühle am Echo Lake. Da sind schon drei Moral 0. Oh, nee. Warum habe ich denn das nicht gesehen? Das ist doch da drüben in Fahaba. Warum habe ich denn das nicht gesehen, Leute? Die haben nichts. Die haben nada. Nichts. Null. Keine Moral. Das ist wahrscheinlich jetzt so gut wie weg, die Station. Ich komme hin, die schlagen mich. Ach Gott, kurz vor Level Up. La, 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 la. Die Folge ist eigentlich auch schon fertig, aber wir machen noch kurz die Echo Lake-Geschichte. Ach, Strong, verdeck mir doch nicht die Sicht. So, dahin. Einfach mal null Moral. Das ist schon echt hart. Wahrscheinlich haben die oben am Besucherzentrum jetzt wieder deutlich mehr. Zu Recht, ich habe mich auch gekümmert. Jetzt kriegen die halt auch noch die Hucke voll. Ich hoffe, wir haben da überall schon Leute hingeschickt. Falls nicht, kann ich ja auch aus einem von den drei Leuten eine Karawane machen. Und dann sollte das laufen. Oh mein Gott. Hallo. Wie sieht es denn hier bei euch aus? Kann man hier was machen? Kann ich hier bauen? Nee, kann ich nicht. Du, mach mal gerade mal zum Sanctuary Hills. Ja. Danke. Jetzt haben wir nämlich die volle Bauung hier. Und können uns sofort kümmern. Ihr braucht Essen. Hier können wir am besten anpflanzen, denke ich. Schön viel nichts. Ja, das wird gut sein hier. Boah, Reifenberge, Gummi, Gummi, Gummi. Jawohl. Strong geht erstmal da hinten hin und kackt den in ihre Basis. Ja, Leute, es wird jetzt. Jetzt ist das Essen rot geworden. Oh, oh, das war's schon. Mehr habe ich nicht. Das ist schlecht. Gehst du direkt an den Rand, du Kerl? Ja. Yeah. Klar. Ah, ist eine Frau. Okay, sorry, tut mir leid. Und den Schutz gebe ich den einfach per Geschütze. Und hier drin kann man richtig schön Betten aufbauen. Perfekt. Hier schön im alten Klo. Ein paar Bettchen. Gemälde, weg damit. Er braucht Gemälde. Achso, Wasser habt ihr auch keins, gell? Wasser sollt ihr natürlich auch bekommen. Was steht denn hier rum? Baumstämme, cool. Das Wasser wird dann hier zu holen sein. Und zwar in diesem, hier drüben. Ist euer Wasservorrat, Leute. Greift direkt mal zu. Gönnt euch mal einen leckeren Schluck Güllewasser. Ich mache euch derweil die Betten. Essen haben wir ja schon gemacht. Schutz mache ich zuerst, komm. Hier einen Geschützturm hin. In die Richtung noch einen. Und das muss euch erstmal genügen. Krass, hier kriegen wir viel Stahl und vor allem auch viel Gummi. Gummi ist, glaube ich, auch so mittel... Boah, ja. Wartet mal. Und viel Holz. So mittelmäßig selten. Marino. Kann man das hier ganz abreißen? Ja. Ha. Oh, hier haben wir viel Holz. Wo kommt da vorne der Strom her für diese kleine Lampe? Was sieht still aus? Warum habt ihr eine kleine Lampe hier? Habt ihr hier einen... Gott, man kann einfach diesen Stall... Dieses ganze Ding abreißen. Nö. Das sieht cool aus. Also wir können hier das Förderband wegmachen. Und uns dann hier auch nochmal ein Bettenlager draus machen. Wisst ihr was? Das hier wird sogar das erste Bettenlager. Ah, mir fällt gerade ein. Die Förderbänder kann man, glaube ich, auch anschalten. Dann arbeiten die. Schade jetzt. Naja. Ich mach den hier mal Betten rein. Fürs Erste. Dürfen sie hier drin schlafen. Die drei, die da sind. Machen direkt nochmal drei. So. Und Energie ist ja nicht zwingend notwendig. Jetzt müsste diese Moral hier auch auf jeden Fall ansteigen. Ihr bekommt noch, weil ihr noch einen freien Menschen habt, einen Gastronomen hier reingesetzt. Und zwar sitzt der hier. Ne, wisst ihr was? Der sitzt nicht hier. Das war dumm. Das kostet nämlich Geld. Das ist hier drin. So richtig wie in echt im Haus. Das hier war nämlich mal ein Laden. So. Oh. Du bist nutzlos, Strong. Jetzt kommt hier voll das coole Teil hin. So ein Getränke. Nee, sowas Kleines. Getränkestand, Bar, Restaurant. Wir machen ja auch eine Bar hin. So, und du, Sack. Das kostet uns übrigens auch alles, Geld, wie man eben gehört hat.
weiß gar nicht, wie viel die Bar jetzt gekostet hat. 500. Das ist wirklich völlig, vollkommen machbar. Shit, wo ist der? Ah, ah. Einer von euch beiden bitte? Du? Gucke mal da, was man da habe. Zack. Schon gut. Schon gut. Jetzt will ich auch Moral steigen sehen. Volle Pulle bitte. Ah, und wisst ihr, was man noch machen kann? Man kann noch sowas, man kann auch so eine Trainingsstation für die hinbauen. Ich glaube, ich weiß nicht, wo das ist. Keine Ahnung. Ich habe bei Dekoration, dann bei Sonstiges. So eine Muckibude, so ein Muckibuden-Ding. Oder auch nicht. Wartet mal kurz, Dekoration. Ich gehe nochmal ganz kurz durch. Ne, sieht nicht so aus. Ich gucke die ganze Zeit nach dem Smiley, ob ich den sehe. Nuka World. Dekoration Vault, aha. Gut, Auslagen brauche ich nicht. Ist es vielleicht bei Möbeln, dann darf sonstiges? Kann auch sein. Kapschuk. Ja! Da ist er. Es gibt hier ein Seitpferd und eine Hantelbank. Das kriegen sie jetzt beides da reingestellt, da hinten, hier. Da können sie einmal, naja, die brauchen ein bisschen Platz dafür. Also einmal das hier machen. Das bringt nämlich auch Dickmoral. Das können wir übrigens auch machen. Da kriegen wir auch, ich glaube, wir kriegen irgendeinen Bonus. Wartet mal. Boah, das nenne ich mal Feuerkraft. So, mein Freund, ich zeig dir mal, was hier der richtige Feuerkraft ist. Und zwar links und rechts, pow, pow, den Arm. Da kriege ich irgendeinen Bonus. Achtung. Boom, Stärkeerhöhung hinzugefügt. Aha. Okay, jetzt ist aber auch wieder gut. Komm, aufstehen. Ich weiß nicht, wie man da rauskommt. Ah, jetzt so. Bewegen. Was ist, wenn ich jetzt das andere mache? Das hier? Kriege ich da eine Beweglichkeitserhöhung. Cool. Alter, wie cool ich bin, ne? Okay. Somit habt ihr jetzt hier wahrscheinlich schon ein bisschen was plus, oder? Immer noch nicht. Aha, aber die Moral steigt. Es ist auf jeden Fall verzeichnet. Auch wenn wir jetzt hier gerade eine überlange Folge haben. Ich bin erstmal zufrieden, dass die Moral scheinbar überall... Gut, das müssen wir dann andermal machen, aber wir hören jetzt generell erstmal noch auf wieder mit dem Aufbessern der Städte und machen dann wieder Action. So. Und wisst ihr was? Einfach, dass wir es erledigt haben. Ich porte mich jetzt schon mal raus. So. Und dann können wir nämlich nächstes Mal direkt drüben anfangen und haben es jetzt praktisch schon hinter uns, uns darüber zu kackwursten. Und dann sind wir auch schon wieder Level up und können wieder was skillen. Dieses Händler finde ich jetzt gar nicht so übel. Ihr habt ja gesehen, wie viel Cash das gebracht hat mit den paar Läden, die wir in dem anderen Ding haben. Und ich glaube, diese Gastronomieläden sind die, die am meisten Geld einbringen. Also da kann man, wenn man da reinskillen, den letzten Laden bauen. Ich habe, da geht einiges. Was ist denn da oben? Ist ein Grab? Familie Canton. Habt ihr da ein kleines Grab hingemacht? Ajo. Oh, guck mal. Das kennen wir ja noch gar nicht. Gute Fee. Opa. Ich weiß, dass du das nicht hören kannst, aber ich weiß nicht, wie ich mich sonst verabschieden soll. Du hast mir so viel beigebracht. Das werde ich nie vergessen. Es ist schade, dass wir nie den alten Kahn im Bootshaus werden reparieren können. Wo immer du auch bist, ich hoffe, du hast Frieden gefunden. Ich weiß nicht, warum das so komisch rumspult. Ich mach das nicht. Naja, gut. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.